Und damit herzlich willkommen zurück zu Mario und Luigi Superstar Saga. Wo wir, sag ja nun, uns erstmal wechseln. Ah, jo. Wo wir uns jetzt aufmachen werden ins, na. Das Gröltal wird jetzt nicht angezeigt. Aber, weil Todsworth? Naja, der alte Tod, der Berater von Prinzessin Peach, ist ja gesagt hat, dass man, sagt, ne, Dingens, beim Gröltal anfangen soll, werden wir auch da anfangen. Ah, Ultra-Nüsse, Ultra-Sirup. Warte mal, habe ich da nicht? Ultra-Suppe? Ah nein, Sirup ist das ja. Super-Sirup. Ja, wir müssen mal sehen. Super-Pilze habe ich noch in irgendeinen Abpilz eigentlich auch. Aber da kaufen wir lieber noch... Oh Gott. Noch einen dazu. Nicht zwei. Und dann hier... Ja. Was darf es denn sein? Nix mehr. Jetzt müssen wir uns aufmachen, um die verstreuten Bodenteile zu finden. Und wenn ich mein... Ah, ich hab's geahnt. Du schon wieder. Lakitu. Wenn die Mission jetzt nicht so wichtig wäre, würde ich dich platt machen. So. Little Totor, Nordbodenland. Also gut. Wir sind jetzt, sag ja, hier. Wir müssen theoretisch ja nach rechts gehen. Also speichern und weiter. Sicher ist sicher natürlich. Gröltaleingang. So. Also, wir müssen, glaube ich, hier längs gehen. Schätze ich einfach mal. Da oben hier eigentlich ja nicht. Oder? Obwohl, dass sie da... Warte, nein. Ja, wir müssen doch hier längs. Ganz klar hier längs. Oder besser gesagt, erstmal... Ey. Erstmal. Mann, Luigi. Hol die Bohne. Eine Grinsebohne. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir hier längs. Ja, und noch eine Bohne. Die holen wir uns natürlich auch nochmal. So, nun. Ach so. Merkwürdig, dass hier keine Gegner sind. Bisher. So. Ha. Noch mehr Bohnen. Gut. Noch mehr Bohnen. Gut. Also, wir sind fast da. Ja, tatsächlich. Und ein Schiff mitten in der Wüste. Oh. Ja. Wo bin ich denn hier gelandet jetzt? Irgendwo an der Küste, aber hier kommen wir nirgendwo hin. Also wie gesagt, jetzt müssen wir rein ins Bötchen. Oder auch nicht. Ja, rein ins Boot. Ja. Die Bohne ist unser. Die erste. Was? Aha. Das Ding, das eben vom Himmel gefallen und gegen die Tür geknallt ist, war wohl dieses Teil hier. Sehe ich auch so. Kaum zu glauben. So klein und haut uns die ganze Tür kaputt. Eigentlich vollkommen bizarr. Das kann man wohl sagen. Habt ihr euch mal im Spiegel geguckt?
Ihr seht auch nicht gerade so unbizarr aus. Übrigens, dieses Fragment ist zwar klein, aber es glänzt wie verrückt. Findest du nicht auch, wir sollten es vorläufig ins Lager bringen? Verdammt nochmal! Man kann unsere Arbeit auch wirklich hier erschweren. Ach Moment, das Schiff ist ehrlich gesagt in der Wand drin. Naja. Wollen wir doch mal sehen. Wie heißt denn das Schiff? Die Gröltanik? Ach nein. MS Kichererbse. Jo. Warum nicht? Dann waren das die Ruhe. Na? Wo wir hier sind? Dieses Schiff ist die in aller Welt bekannte Kichererbse. Die Ladung? Feinster Witzwein. Na, da seid ihr geplättet, was? Oh. Naja. Ah, jetzt gibt's mal Münzen raus. Na, wollen noch mal sehen, wie viel wir kriegen. Tja, aber was ist mit diesem Schiff hier, sag bloß passiert? Man kann hier schlecht sagen, Eisberg voraus. Hier war dann wohl eher eine Felswand voraus. Aber das heißt dann ja so gesehen... Ups. Also, das heißt dann ja so gesehen ja auch, dass vor langer Zeit, sagt, das Gröltal also mal voller Wasser gewesen sei. Und dann beim großen Unwetter ist die MS Kichererbse... Naja, gesunken. Ja, gesunken. Na? Mann, was bin... War ich gut. Sie war gesunken. Und ich frage mich, wo das Lager ist. Der fette Billy im Lager. Der hat zu viel Witzwein gebechert. Die Knochen sind ihm fett geworden. Jetzt steckt er an der Wand fest. Oh. Ob die Kichererbse wohl je wieder in See stechen wird, oder sind wir dazu verdammt, in dieser Wüste zu vertrocknen? Naja, so ganz frisch seid ihr nun wirklich nicht mehr. Dafür? Im Moment haben wir keine freien Stellen zu besetzen. Komm später wieder her. Aha. Mussten wir hier als Matrosen arbeiten? Schwer zu sagen, was hier Elsack noch war. Okay, nochmal speichern. Billy wird von Tag zu Tag immer ver... Retter... Was? Die Risse in der Wand werden angeblich immer größer. Was, du weißt nicht, was Retter heißt? Dann lies Retter... Doch einfach mal von hinten. Ah, Vetter. So, wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Musste man gegen den Billy Elsa kämpfen? Mal sehen. Naja, ein Kampf kommt ja meistens. Also gut. Ah, wir sind auf dem richtigen Weg. Ihr da, lasst uns euch. Hey, das ist das Lager. Da kommt nur rein, wer den Mitgliedsausweis unseres Schiffes hat, verstanden? Wer den Mitgliedsausweis haben will, muss sich erst an Bord nützlich machen, klar? Oh, na toll. Okay, die Matrosen Mario und Luigi melden sich zum Dienst. Gott. Das ist für mich zu hart. Da muss man zu viel denken. Ha, mit Landeiern hat man nur Ärger auf der Arbeit. Hey, ihr kommt gerade recht. Wir suchen dringend Personal. Habt ihr Lust auf einen kleinen Job? Ja, klar. Dann hier entlang. Burger, Burger. Ich, Bono, wer ihr? Schaffen 10 Punkte bei Fachspiel, werden meine Schüler alle sein glücklich. Ihr spielen Fachspiel? Fassgreif? Gut, dann spielen wir Fassgreif. So viel wir viel wollen. Wenn keine Lust mehr, einfach drücken Start. Verdammt nochmal. Ich habe keine Ahnung, was hier gespielt wird. Hä? Schluss machen? Ja. Was ist das? Einfach fassen mit gleicher Farbe nach Länge oder Höhe nebeneinander stellen. Erst ich zeigen, dann ihr machen.
Okay, dann können wir es doch. Mario nutzen links und rechts auf Steuerkreuz. Luigi nutzen oben und unten. Beide machen 10 Schritte. Jetzt ihr versuchen fast bewegen machen. Halten A gedrückt und drücken oben unten auf Steuerkreuz, dann Mario bewegen besser. Halten A gedrückt und drücken links rechts auf Steuerkreuz, dann Luigi bewegen besser. Und nun Mario muss fast bewegen. Halten A gedrückt, drücken oben unten auf Steuerkreuz. Oh! Jetzt Luigi an der Reihe. Halten A gedrückt und drücken links rechts auf Steuerkreuz. Oh, Roger. Ich gut erklären. Jetzt schwitzen bei Fastgreif, bis gewöhnen an Regeln. Wenn keine Lust mehr, drücken Start. Okay, wollen wir doch mal sehen. Okay. So ganz verstanden habe ich das noch nicht. Ach so. Aha. Gut. Nicht so schwierig wie gedacht. Okay, das klappt jetzt. Okay, das langt jetzt. Schluss machen mit Fastgreif? Ja. So, jetzt können wir. Ja. Ach verdammt, wir haben auch noch ein Zeitlimit. Gott. Ah, verdammt. Ah, wollte mich verarschen. Na, wir haben ja zum Glück genügend Zeit für dieses nette kleine Minispiel. So. Ach ja. Gut, wir kommen langsam dem Ende entgegen. Ja, wir kommen dem Ende entgegen. Tja. Ah, gut. Nicht so ganz wie geplant, aber
Gut. Ach, Moment, so. Gut. Langsam kriege ich den Bogen raus. Mist. Gut, gut, gut. Oh, Glück gehabt. Hurra, hurra. Geh noch jetzt. Hallo, hallo. Seh mich gut. Ab sofort ihr meine Schüler. Oh, Glück gehabt. Gut gemacht. Ihr habt mir sehr geholfen. Hier, nehmt das. Ist besser als Geld. Mitgliedsausweis erhalten. Schön. Kommt einfach wieder, wenn ihr Arbeit braucht. Leute, die arbeiten wie ihr, können wir hier immer gebrauchen. Ja, schön zu hören. Aber wir bleiben doch lieber beim beim Weltrettergeschäft. So, dann holen wir uns jetzt die Bohne zurück. So. So, hinein ins Lager. Mitgliedsausweis. Was? Das ist doch ein Mitgliedsausweis. Klar, dann dürft ihr auch ins Lager. Kein Problem. Jo, rein ins Lager. Der Bohne. So, jetzt ist das blinke Ding also im Lagerhaus. Aber wie sollen wir es aufbewahren? Hä? Ha? Was? Ihr sagt also, das blinke Ding hier ist ein Fragment der Sternbohne? So, so. Und ihr seid auf der Suche nach dem Ding bis hier gekommen? So, so, ihr seid also scharf auf das Ding. Naja, wir haben sowieso keine rechte Verwendung dafür. Aber das Ding hat uns die Tür zertrümmert. Umsonst bekommt ihr das nicht. Also gut, holt den armen Billy da vorne aus der Wand raus. Dann sollt ihr das blinke Ding haben. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Das ist nämlich der Deal. Oh. Ja, Billy? Oh Mann, ich glaube, der Witzmann ist mir ein wenig in die Knochen gestiegen. Wie sieht's aus? Wollt ihr vielleicht auch einen Schluck oder zwei? Ups. Nein, das hatten wir schon. Du? Kommt her und seht ihn an. Das ist der Bender und sehr der dicke Billy. Hat zu viel gebechert und jetzt steckt er in der Wand fest. Findet auch die Bombe nicht mehr, mit der er die Wand sprengen kann. Da kann man nichts mehr machen. Was soll nur Billy werden? Oh Mist, wir können nicht behämmern? Ach, da müssen wir wohl die Bombe finden. Also gut. Wir holen die Bombe und befreien den dicken Billy. So, hier rauf. Das? Oh! Da hat er die Bombe gelassen. Nett. Das verfaulte Deck da habe ich eben erst notdürftig repariert. Also passt gefälligst auf. Nett. Finden wir noch was? Ach, Captain. Knochendings. Boss, ihr fragt nach, was dieses Schiff in dieser Wüste macht? Das ist doch klar. Wir befinden uns auf einem gesunkenen Frachter. Okay. Und es ist Ewigkeiten her, dass dieser Frachter gesunken ist. Da ist uns das Meer ganz einfach unter den Planken weggetrocknet. War aber auch eine lange Zeit. Unsere Körper sind auch nur noch Knochen, wie ihr seht. Aha. Oh. Yippie. Komm schon. Her mit dem Schatz. Yo. Gott, erstmal den Lagerraum des Captains geplündert. Dann, aha, hier waren wir also schon. Da auch. Gut, dann befreien wir mal den dicken Billy. Mit der Macht der Hand. Jo. Und? Boom. Jo. Uiuiui. Oh, scheiße. Verdammt nochmal. Das Schiff wird sinken. Im Sand. Oh, nein.
Hey, was ist da los? Kapitän, das Meer, das echte Meer! Endlich, das Meer, ein neues Leben für die Kichererbse. Yippie! Ah! Kreisch, Alarm! Scheiße. Blop, blop. Verdammt nochmal! Will mich diese verdammte Erbse ärgern? Erst das Abenteuer hier auf der MS Kichererbse. Luigi! Mann, Luigi! Also erst das Abenteuer auf der MS Kichererbse. Und jetzt wieder das Unterwasserabenteuer. Ich frag mich, wo wir gleich hier landen. Also mal sehen. Meeresboden. MS Kichererbse. Yep. Also gut. Wo bist du? Die Bohne. Sag mal, du willst uns wohl wirklich nerven. Da kommen wir so nicht hin. Wir können dann allerdings mal sehen, wo es hier lang geht. Umleitung zur Lachlagune. Ah, vielleicht können wir es so öffnen. Ups. Macht der Hand. Wunderbar. Also auf zur Lachlagune. Aber erstmal wollen wir mal. Hey. Wollt ihr mich verarschen? Dann nicht. Okay. Komm schon. Ich brauche ein bisschen Kampferfahrung. Hand. Los. Adios, Bini. Und adios, Bini. So, die Bloopers werden hier auch besiegt. Dauert nur ein bisschen noch. Ja, das dauert wirklich noch ein bisschen. Aber nicht mehr so lang. Okay, dauert doch noch etwas. So. So, den wollten wir. Aha, ein, wie heißt das, vielleicht ein Chip? Ein paar Schnutsterne. Aua. Gut. So, das hast du noch davon. Ach Moment, das war der falsche. Was soll's? Ach verdammt nochmal. Diese Viecher da regenerieren. Da muss ich das so anders machen. Dann kriegst du eben eins mit dem Hammer. Und zwar so. Und so. So, und du kriegst da. Mhm. Auch nochmal mit dem Hammer. Und weg. Gut. Das sind doch genügend KP. Erfahrungspunkte. Na. Ah, wieder mal Love Attack. Mann. Mario ist ein Seesternschwarm. Wer hätte das gedacht? Und Level Up für Mario.
Hat ja auch ein bisschen gedauert. Okay. Komm schon, Brüderpunkte plus 5. Gott, und nun Cheep Cheep. Das war doch ein Cheep Cheep Dorf, oder? Ja, und was ist das da? Ein Penpolyp. Hm. Sachen gibt's in den Meeren. Hm. Mal schnell wegmachen. Man weiß ja nie, ob das noch gefährlich gewesen wäre. Aha. 1, 2, 3. Und? Erledigt. Dich erledigen wir auch mit einem Schlag. Gut. Gut. Na, komm schon. Zum Angriff. Gegen die Schnutzsterne. Die Love-Attack bringt bei Mario und Luigi nix. Hand. Ach, das sind ein ganz einfach Pussys. Nicht mit mir. So. Level up. 27. Also schnell etwas Verteidigung her. Gott. Mhm. Eine Lachbohne. Nicht schlecht. So. Aha. Wollen wir doch mal sehen, wo die Bohnen. Aha. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Habe ich hier irgendwas übersehen? Hm. Ich muss hier irgendwas übersehen haben. Irgendwas habe ich übersehen. Ah, doch nichts übersehen. Doch nichts übersehen. Ja, anscheinend. Doch, aber. Komm schon. Gut. Hä, was war da? Irgendwas ist da. Irgendwas ist da. Ich muss einfach mal damit Luigi ran. Okay. Also gut, Luigi, was ist da? Ach, eine Grinsebohne. Mehr nicht. Auch ist das öde. Na. Und weiter geht's. Ich frage mich, wie die Bohne denn da eigentlich da durchgekommen ist. Ach, einfach rübergeschwommen. Na, das können wir jetzt auch. Durchschwimmen.
Lachlagune. Ja, schön und gut, aber ich glaube nicht, dass... Okay, die Bohne scheint wirklich hier zu sein, da zu sein. Ah. Okay, speichern und weiter. Aber ich weiß, Elsack, wirklich nicht, wieso, Elsack, die Bohne da jetzt nicht ist. Hm. Die müsste doch eigentlich jetzt da gewesen sein. Naja, wollen doch mal sehen. Ach, apropos mal sehen. Ach, wir können da, Elsack, nicht die Karte aufrufen. Ach, wäre um einiges einfacher gewesen, hätte ich jetzt die Karte mal aufgerufen.